Oh, moin zusammen. Wie in der Mail erwähnt, bin ich im Präsenzunterricht und werde deswegen jetzt keine VK mit euch machen können, also keine Videokonferenz mit euch machen können. Deswegen dachte ich mir auch aufgrund eurer zahlreichen Rückmeldungen, erstmal vielen Dank dafür, dachte ich mir, ich mache einfach weiter so, weil ihr fandet es ganz cool. Ich finde es auch ganz cool, so Unterricht zu machen. Weil ich glaube, dass es euch nahe kommt, so Unterricht zu vollziehen, beziehungsweise ihr könnt zurückspulen, vorspulen, einfach nur hören, wenn ihr mein Gesicht nicht sehen wollt, je nachdem. Das ist euch freigestellt. Und ihr könnt es halt auch noch später machen, weil ich möchte halt euren Arbeitsauftrag nur im Laufe des Tages haben. Einige hatten mir auch eine Mail geschickt zum heutigen, beziehungsweise ich nehme es heute auf, also gestern. Dass sie einige das zu spät abgeschickt haben. Wenn ihr einen Grund dafür habt, dass ihr es zu spät abgeschickt habt, dann bin ich der Letzte, der sagt, jo, bis 16 Uhr war das nicht da, gib mir 6, war es nicht anwesend. So ist das nicht. Also wenn ihr mir sagt, hey, das kommt noch, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, das geht nicht. Also bleibt da flauschig, wie ich immer so schön sage, zu meinen Mauern. Also das sehe ich ganz entspannt. Ja. Was machen wir heute? Das war der Ausblick, den ich euch letztes Mal gegeben habe. Da haben wir über Verlegepläne, habe ich euch einmal was gesagt, ganz kurz, dass wir das machen, und Schneideskizzen. Wir gehen heute so vor, seht ihr wieder hier im Inhalt des Videos. Also es geht heute wirklich nur um den Verlegeplan. Und ich werde euch da wieder zu den heutigen Arbeitsauftrag einmal erläutern. Dann werde ich euch sagen, was ist ein Verlegeplan eigentlich? Also was gehört dazu? Wie zeichnet man den? Da gebe ich euch auch ein Beispiel und anhand dessen Beispiel solltet ihr dann nachher einzelne Arten der Darstellung zeichnen. Also ja, genau, zeichnen nicht zu 100%, also es muss jetzt nicht super genau sein, also es muss keine technische Zeichnung sein, sondern ich möchte von euch sehen, das ist halt der Beleg dafür, dass ihr heute anwesend wart, den einen Plan in verschiedene Darstellungsweisen zeichnen. Dazu gehört die einzelne Darstellungsweise, die zusammengefasste Darstellungsweise und eine achsenbezogene Darstellungsweise. Aber das erkläre ich euch jetzt. So, wie sieht das aus? Also der Arbeitsauftrag. Ihr seht hier ein Plan, also ein Verlegeplan, ganz klassischen, mit einer Decke. Und da in dieser Betondecke liegen solche Stahlmatten, wie ihr hier seht. Vier Stück an der Zahl. Das sind R-Matten und die haben diese Maße. Aus dem Plan könnt ihr auch entnehmen, wo diese Matte genau liegt. Also sie liegt auf der Außenwand. Außenwand ist 24 cm dick und sie liegt 14 cm auf. Also wir haben hier noch 10 cm Platz. Also heißt das, dass hier noch 14 cm sind, wo die Matte halt drauf liegt. Hier sieht das genauso aus. Hier ist die Wand auf 24. Und wir haben noch 10 frei, also heißt es, dass die Matte hier auch mit 14 Zentimetern aufliegt. Das sind die Maße. Die bemaßt man in dem Falle nicht. Das habe ich euch nur zur Darstellung zum Zeichnen nachher mit aufgeschrieben. So, des Weiteren, ich zoome da mal rein. Seht ihr die Darstellungsweise einer einzelnen Matte? Wie sie dann gezeichnet wird auf einem Plan, wenn ihr eine einzelne Darstellungsweise verwendet. Und zwar haben wir hier einmal die Positionsnummer der Matte. Die wird immer eckig dargestellt. Also eine Position heißt ein Zurechtschneiden einer Matte. In dem Fall ist der Zuschnitt 4 Meter mal 2,30 Meter. Also wir haben die volle Breite ausgenutzt, weil eine Matte maximal 2,30 Meter breit sein kann. Und weil die Decke halt nicht so lang ist, wurde sie auf 4 Meter abgestutzt. Und das ist dann eine Position. Die ist 4 Meter mal 2,30 Meter. Und die haben wir Position 1 genannt. Hierhinter haben wir noch die Mattenbezeichnung. Es ist eine R188, also eine ganz simple, ganz einfache Matte. Dann seht ihr hier schon diese Begrenzung hier zum Beispiel. Die zeigt an, wo die Matte denn anfängt und aufhört.
Also hier fängt sie an und sie erstreckt sich bis zu dem Punkt. Das soll euch sagen, okay, die Matte geht bis hierhin. Das ist eine Darstellung der Matte. Wie ihr hier seht, diese Mattenbezeichnung, die seht ihr bei dem nächsten halt nicht mehr. Wir haben hier nur noch den Umriss der Matte. Das jetzt richtig? Ja, so. Wir haben hier nur noch den Umriss der Matte und den Schrägstrich und einfach nur Position 1. Das sagt uns, okay, das hier ist genau die gleiche Matte wie die hier. Wir brauchen nur noch die Positionen hinschreiben, also nicht nochmal die ganze Beschriftung. Das macht es dann einfacher, dass wir die Matten immer so weiter verlegen. Als nächsten Punkt, das muss man immer in so einen Verlegeplan reinschreiben, das ist die Übergreifungslänge von Matten. Also Matten dürfen nicht so Stoß an Stoß stehen, sondern sie müssen sich überlappen, damit die Kräfte auch richtig übertragen werden. Und dieses Übergreifungsmaß wird LÜ abgekürzt und das ist in diesem Plan hier 30 cm. Und das wird halt einmal eingetragen. Wenn sich das ändert, wird das in den anderen auch noch eingetragen, aber hier ist es immer gleich. Das heißt, hier sind 30 cm und hier sind es auch 30 cm. Wenn sich es ändert, dann würde man eine andere Maßzahl reinschreiben. Ja. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Falls nicht, komme ich da später nochmal drauf zurück. So, das ist eine Darstellungsweise. Und diese Darstellungsweise nehmen wir jetzt anhand dessen Beispiel hier mal. Das ist die Einzelmattendarstellung. Einzelmattendarstellung ist, weil wir halt jede einzelne Matte immer im Grundriss, also im Umriss darstellen. Das schreibe ich euch einmal auf. Jede Matte wird im Umriss dargestellt. Und jede Matte, die im Umriss dargestellt wird, erhält auch eine Positionsnummer. Das seht ihr hier. Jede Matte ist dargestellt. Sie wird mit so einem Querstrich symbolisiert, bis wohin sie sich erstreckt. Und jede Matte hat eine Positionsnummer. Hier für dieses Beispiel seht ihr, wir haben hier einmal diese Übergreifungslänge, die ich euch hier auch schon einmal gezeigt habe. Diese Übergreifungslänge ist, wenn die Decke halt noch länger ist, so wie es hier halt der Fall ist, auch in der Vertikalrichtung immer anzugeben. Der Unterschied hier ist, wir haben hier eine kleinere Übergreifungslänge als hier, weil wir haben hier eine R-Matte. Das heißt, die Tragrichtung ist in die Richtung. Das heißt, die Übergreifungslänge in der Tragrichtung muss größer sein als die in der Verteilerrichtung, weil in der Verteilerrichtung werden ja weniger Kräfte übertragen. Das Hauptargument ist halt die Tragrichtung und deswegen ist die hier größer als die hier. Rein als Verständnis für euch, diese Übergreifungslängen, die müsst ihr als technische Assistenten nie berechnen. Die werden euch in der Regel vorgegeben oder seht ihr in Tabellen. Wenn ihr später vielleicht eine Ausbildung macht oder Bauingenieurswesen studiert, dann muss man die berechnen können. Bei mir jetzt bei den Matten und bei den Aufgaben müsst ihr das nicht können. Ich würde euch das immer vorgeben, da braucht ihr euch also keine Sorgen machen. Ja, wie ihr dann hier noch seht, die Matte hat halt eine Bezeichnung mit den Maßen und allem drum und dran und bei jeder weiteren Position 100 wird die hier genannt, sieht man keine weitere Beschreibung, außer wenn wir eine weitere Positionsnummer haben. Das ist in dem Fall hier. Da haben wir jetzt die Position 101 und die hat andere Maße. Wie ihr seht, ist die viel kleiner als die hier. Hier an dem Rand, das ist hier nur abgeschnitten. Das ist eigentlich genauso eine große Matte wie die 100er hier. Also da braucht ihr euch nicht wundern, wieso. Das ist doch eigentlich auch ein anderes Maß. Das müsste doch auch eine andere Matte sein. Das ist nur abgeschnitten bei dem Plan. Deswegen ist das so. Das ist die Einzelmattendarstellung. Das ist halt auch die,
die hier verwendet worden ist. So, der gleiche Plan, bloß eine andere Darstellungsweise. Hier haben wir jetzt die zusammengefasste Darstellung. Ich kann die andere Matte nochmal rüberholen. Das ist vielleicht dann einfacher für euch. Kopieren wir mal. So. Bloß jetzt nicht verwechseln. Das hier ist die zusammengefasste. Und das hier ist die Einzelmattendarstellung. Ich schreibe das auch nochmal hin, nicht, dass das nachher verwechselt wird. Kopieren. Einmal mal hier fett darauf, dann sieht man das sofort. So. So. Hier seht ihr jetzt auch schon, das sieht hier anders aus als hier. Und zwar ist es so, dass man nicht mehr jede einzelne Matte darstellt. Hier hat man die Position 100 und hier hatte man hier die 100. Man sieht jetzt aber in diesem Plan, okay, hier ist ein ganz langer diagonaler Strich. Das heißt, über diese komplette Fläche erstreckt sich die gleiche Positionsnummer. Und das wird einfach kenntlich gemacht durch eine neue Beschreibung. Wir haben hier die Position 100, das bleibt gleich. Dann aber sagen wir, wie viele Mattenpositionen haben wir denn da eigentlich? Und wenn wir hier an die Seite gucken, dann sehen wir 1, 2, 3, 4. Vier Matten. Wurde hier eingetragen. Vier Matten. Vier R-Matten, das sind die gleichen wie hier, mit den Maßen. Also wurden die Matten einfach nur zusammengefasst und mit diesem einem Diagonalstrich zu einer Matte zusammengefasst. Und man hat halt nur noch einen Umriss. So, was fehlt jetzt noch für eine wichtige Information? Und zwar die Übergreifungslänge. Die Übergreifungslänge wird dann hier auch nur einmal dargestellt und gesagt, hier LÜ ist auf jeden Fall gegeben und soll mindestens 20 cm betragen. Das kann man hier noch einmal symbolisch darstellen, muss man aber nicht. Das ist jetzt rein zeichnerisch nur, damit euch das da näher gegeben wird. Normalerweise zeichnet man nur diese große Matte hier, zack, und einmal so zwei Striche, wo dann LÜ steht. Mehr macht man da nicht. Also hat man nachher einen Plan, der ganz viele solche großen Mattenpositionen hat. Hier unten haben wir auch nochmal eine kleine Darstellung. Da ist das hier zusammengefasst. Sieht man hier auch viermal die R-Matte. Das ist die Zusammenfassung dazu. Und die Matte hier am Rand, die wir vorher auch hatten, ist halt eine alleine. Die bleibt halt allein. Da bleibt alles so, wie es ist. Das ist eher mein Favorit, wie ich Pläne gezeichnet habe früher, weil das den Plan auf jeden Fall übersichtlicher macht. Ihr habt nicht immer wieder die gleichen Informationen, es sind nicht so viele Linien da und es macht das ein bisschen übersichtlicher. Das habe ich immer verwendet. Aber das, wie gesagt, das kann man halten wie ein Dachdecker. Das ist jedem selber überlassen, der nachher Pläne zeichnet. So war es zumindest bei uns in der Firma damals. Dann geht es zur nächsten Darstellungsweise. Ich nehme wieder das andere mit rein, das ist vielleicht einfacher. Hätte ich eigentlich auch schon vorher reinmachen können, aber ach nee, ihr kennt mich noch nicht so lang, aber ich vergesse gerne mal Sachen und dann solltet ihr mich gerne darauf ansprechen. So, achsenbezogene Darstellung. Das ist nicht so mein Favorite, das sage ich euch vorher, aber es ist halt auch eine Art und Weise, wie man etwas darstellt. Da muss ich auch selber immer noch mal überlegen, wenn es ein komplizierterer Plan ist, wenn der Bauherr, also da hatte ich einige Fälle, wenn der von mir wollte, ja, Herr Albers, ich möchte die Mattenposition aber gerne in achsenbezogener Darstellung haben, weil meine Mitarbeiter das besser lesen können. Der Bauherr ist König, also muss man dem Bauherrn auch so einen Plan liefern. Da würde man meinen, so ein CAD-Programm kann das auf einen Knopfdruck machen. Ja, kann es auch, aber das muss man vorher anwählen und dann alle Matten verlegen. Im Nachhinein kann das CAD-Programm, was eigentlich ein bisschen dämlich ist, aber im Nachhinein konnte mein CAD-Programm das nicht mehr.
Und ich muss das alles nochmal händisch abändern. Das ist dann halt sehr schwierig. Also, auch bei Handzeichnung ist es sowieso ganz wichtig, erkundigt euch vorher, was wir Lehrer oder später vielleicht, wenn ihr eine Ausbildung macht, euer Bauherr oder Auftraggeber für eine Mattendarstellung haben will, vorher, damit ihr nicht mehr Arbeit habt. Weil das verursacht nur Stress bei euch und beim Chef, der mehr haben möchte. Ja. Viel gesagt, nichts getan. jetzt gehen wir hier mal ran. Achsenbezogene Darstellung. Wie sieht das jetzt genau aus? Wir haben jetzt hier wieder die Einzelmatten als Vergleich. Und wir sehen hier, hier sind ja noch nicht mal zusammengefasste Matten. Also noch nicht mal so wie hier, dass man sieht, ah, hier ist eine Mattenposition, da geht sie lang. Das ist hier noch nicht mal dargestellt. Wie ist man da also vorgegangen? Ihr seht hier diese Linien und die haben solche Begrenzungen. Die sehen aus wie Maßlinien. Also sowas soll es halt auch darstellen. Und diese Maßlinien zeigen euch eigentlich nur, von wo bis wo die Matten sich eigentlich positionieren. Und da könnt ihr hier halt gucken, zack, hier ist die Linie von der Matte. Da haben wir hier die erste Linie, hier die erste Linie. Hier die erste Linie, hier die erste Linie. Das zeigt euch also nur das Raster, wo die Matten hingelegt werden. Ist halt eine sehr spartanische und einfache Zeichnungsweise. Es macht das noch übersichtlicher, das ist richtig. Aber es gibt das große Problem, das finde ich halt in dieser Darstellung. Man sieht hier durch diese Diagonallinie und bei der zusammengefassten Sache halt auch, okay, wo endet eigentlich meine Matte und wo beginnt sie? Bei dieser Linie hier, klar, wenn man weiß, wir haben jetzt eine 2,30er und man würde es rausmessen, dann könnte man es immer sehen. Aber ich finde, man sieht nicht aus auf erster Hand, also nicht sofort, okay, ändert sie jetzt eigentlich hier oder hier? Und meine nächste Matte, fängt die eigentlich hier an und endet hier oder fängt sie hier an oder endet hier? Das ist immer so ein Spiel. Das irritiert mich immer ein bisschen. Aber das ist halt so eine Sache, wenn man damit öfter arbeitet, dann irritiert dann das nicht mehr so. Also, gebe diese Achslinie immer vor. Ah, da beginnt meine Matte, da endet meine Matte, etc. pp. Positionennummern werden hier so eingetragen. Und die Bezeichnung der Matte wird einmal quer eingetragen. Das seht ihr hier an dieser Maßlinie. Also wir haben einmal diese achsenbezogene Maßlinie und diese achsenbezogene Maßlinie. Und hier wird einmal eingeteilt, okay, meine Matten gehen von hier oder nee. Seht ihr, jetzt fängt es nämlich schon mal an. Die fängt ja eigentlich hier an und geht bis hierhin hoch, weil wir hier die erste Bezugslinie haben. Und sie ist so breit immer. Das sind die Punkte. Also, ihr zieht euch Achsen, zwei Striche, horizontal und vertikal, und anhand dessen positioniert ihr die einzelnen Maßkettenpunkte, die hier und die hier, woran ihr dann die Matte beschriftet. Und dann schreibt ihr nur einmal rein, okay, das ist jetzt Position 100, ist jetzt die Matte. Und eine Übergreifungslänge wird auch nur einmal erwähnt. Ja, das ist die achsenbezogene Darstellung. Man sieht halt nur die Achsen. Ja, da haben wir nochmal die zusammengefasste. Auch nochmal. Und die Einzelmattendarstellung. Ich werde euch, beziehungsweise ihr findet auf Schulcomsi nochmal ein Informationspapier. Da seht ihr diese Zeichnungen alle nochmal. Also die hier, diese drei. Die werde ich euch dann nochmal abbilden, damit ihr euch daran orientieren könnt. Und ihr sollt jetzt diese Zeichnung, die ja schon in einer Einzelmattendarstellung dargestellt ist, einmal in der zusammengefassten Darstellung konstruieren und einmal in der achsenbezogenen einmal darstellen. In der achsenbezogenen macht es nichts, wenn ihr das nicht sofort versteht. Versucht euer Bestes und ich gucke mir das gerne an. Und gebt euch auch Rückmeldung, wenn ihr das haben wollt. Was ihr denn da nicht verstanden habt oder was ihr sehr gut hinbekommen habt, könnt ihr mir gerne als Mail schreiben. Ich antworte ja eigentlich ziemlich schnell.
Ja, oder falls es noch Fragen zum Arbeitsauftrag gibt, wie gesagt, bei Fragen schreibt ihr mir einfach eine Mail. Ja, und sonst macht euch an den Arbeitsauftrag und viel Erfolg dabei.